Jo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja, und im heutigen Video möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr den Flak-Anhänger per Kipcast to Friends bekommen könnt. Und ja, dafür braucht ihr einfach nur einen Freund, der einen gemoddeten Flak-Anhänger habt. Und ja, wenn ihr das habt, dann müsst ihr euch einfach nochmal verglitschen. Die Verglitschungsmethode, die werde ich euch jetzt nicht nochmal zeigen. Das Video werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Und ja, wenn ihr euch dann verglitscht habt, dann steigt mit euren Freunden in euer Auto ein. Fahrt dann einfach hinter die MOC. Und dann drückt einfach Steuerkreuz nach rechts. Wartet, bis der Freund ausgestiegen ist. So, dann fahrt ihr einfach von der MOC weg. So, dann tut ihr als allererstes euer MOC einlagern. Und wenn eure MOC eingelagert ist, dann müsst ihr noch euer persönliches Fahrzeug einladen. So, habt ihr das gemacht, dann tut ihr einmal euren Flak-Anhänger anfordern. So, ist euer Flak-Anhänger da, dann tut ihr ihn einfach nochmal einlagern und fordert dann eure MOC nochmal an. So, ist eure MOC da, dann müsst ihr einfach nur nochmal mit eurem Kollegen dahinter, dann geht ihr einfach in den blauen Kreis alleine eintreten und jetzt sucht ihr euch noch einen Spieler in einem anderen Zielmodus. Das habe ich noch ganz vergessen zu erwähnen am Anfang. Ihr solltet dann am besten natürlich ins freie Zielen gehen und ja, macht es am besten in der Einladungssitzung, weil dann kann euch auch niemand abfacken oder so. Sucht ihr euch jetzt einfach jemanden in einem anderen Zielmodus. So, habt ihr noch jemanden im anderen Zielmodus gefunden, dann ja, tut ihr einfach die Sitzung beitreten. Wenn ihr die erste Meldung bekommen habt, nehmt ihr an. Und die zweite Meldung, die lehnt ihr ab. Und schon seid ihr unsichtbar. Jetzt müsst ihr nur noch zu diesem Flak-Anhänger hinlaufen, den ihr haben wollt. Setzt euch einfach hinten drauf. Und dann werdet ihr jetzt sehen, ihr werdet durch die Map fliegen. Das ist aber ganz normal. So, seid ihr nun wieder oben auf der Map sichtbar, dann tut ihr einfach nur noch eure mobile Kommandozentrale einlagern. Und dann fordert ihr euch einmal euren Flak-Anhänger an. So, und ihr werdet dann sehen, dass nicht der Flak-Anhänger gekommen ist, sondern das Auto, was ihr eben benutzt habt. So, jetzt fahrt ihr als allererstes zum Casino, um euch einmal zu entglitschen. Seid ihr dann beim Casino hinten angekommen, dann geht ihr einfach einmal ins Parkhaus rein. Und dann braucht ihr einfach direkt wieder rauszugehen und ja, schon seid ihr entglitscht. Rein. Raus. So, als nächstes fahren wir jetzt zu unserem Bunker. So, seid ihr auch noch in eurem Bunker drin, dann fahrt ihr einmal zu eurer MOC. Steuerkreuz nach rechts, nimmt die Fahrzeuglager-Vollmeldung an. So, als nächstes gehen wir nur noch aus unserer MOC raus. Und wenn wir jetzt nach links schauen, müssen wir unseren neuen gemoddeten Flak-Anhänger da stehen haben. Ja Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, da würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao, ciao.